So, dann starten wir pünktlich um 15 Uhr mit dem Vortrag Sticken für Nerds. Der Vortrag wird relativ technisch sein zu Stickmaschinen, also oder sehr allgemein, nicht auf ein bestimmtes Modell bezogen, sondern eher die Sticktechnik an sich. Leider habe ich die Stickmaschine nicht hier, weil ich kann sie hier nicht stehen lassen und es ist nervig, sie aufzubauen. Sie steht oben im Hackcenter und da könnt ihr auch nach dem Vortrag dann gerne mal vorbeischauen und sie euch tatsächlich auch selber anschauen. Also es ist jetzt nicht irgendwie der Stress wie auf dem Kongress, wo ich dann lauter Sachen nacheinander sticke, sondern es soll tatsächlich dastehen, dass ihr euch das anschauen könnt. Und das Ziel ist, ja, zu verstehen, wie eben so eine Stickmaschine funktioniert. Vielleicht habt ihr selber eine in eurem Hackspace oder ihr wollt eine oder wie auch immer. Genau, oder ihr baut euch eine. So, deswegen werde ich erstmal sehr, sehr allgemein erklären, wie die Mechanik in so einer Näh- bzw. Stickmaschine funktioniert. Erzähl dann ein bisschen dazu, im Raum Zeitlabor haben wir ja diverseste Stickmaschinen nacheinander gekauft. Das heißt, so ein kleiner Vergleich von den Modellen, die ich kenne. Es soll jetzt nicht unbedingt Werbung sein, also ihr könnt auch natürlich was anderes kaufen. Und dann erzähle ich auch was zum Material, was wir verwenden, dazu, wie wir Motive erstellen und eben auch diesen ganzen Softwareprozess, der ziemlich hässlich ist. So, zur Funktionsweise. Im Prinzip ist eine Stickmaschine auch nicht viel anderes als eine Nähmaschine. Jetzt hat man bei einer Nähmaschine erstmal oben eine Nadel und da kommt ein Oberfaden durch. Dieser Oberfaden hat eine Spannung, die kann man normalerweise auch einstellen. So eine mittlere Spannung in dem Drehbereich, den der Regler hat, hat man da typischerweise. Und den Unterfaden, der hat auch eine Spannung, die regelt man aber normalerweise nicht. Und das Ziel ist erstmal, dass die Spannungen gleich sind. Das heißt, dass ich gleich viel Ober- und Unterfaden habe hinterher in meiner Naht. Und das ist jetzt, das klingt jetzt relativ einfach, aber das hängt natürlich davon ab, was für Faden ich jetzt verwende, was für Stoff ich verwende, dass es gut zusammenpasst. Und was jetzt dieser ganze Mechanismus in der Nähmaschine macht, ist nichts weiter als diese Nadel kommt runter. Damit kommt dieser orangene Oberfaden runter. Und der wickelt sich einmal komplett um diese Untergarnspule. Also da ist so eine Art Greifmechanismus drin. Und für jeden Stich, der hier gemacht wird, entsteht eine Schlaufe. Und eben ein Loch im, oder was heißt Loch? Also es soll eben kein Loch entstehen, sondern nur durchgestochen werden und die Fäden quasi dran vorbeigehen vom Stoff. Und dann hat man den Stich. Das heißt, letzten Endes hat man zwei Fäden, die einen Stich ausmachen, einen Oberfaden, einen Unterfaden und immer eine Schlaufe an dieser Stichstelle. Selbst wenn man keinen Stoff reinmacht und mit der Nähmaschine dreht sticht, dann kriegt man quasi zwei ineinander gedrillte Fäden. Und wenn ein Stück Stoff dazwischen ist, sieht es eben so aus. Da gibt's auch eine richtig schöne Video von der Sendung mit der Maus, wenn ihr euch das mal anschauen wollt. Da ist es komplett auseinandergebaut und gedreht. Aber ich denke, so für den typischen Nerdverstand sollte das als Erklärung ausreichen. Und jetzt, wenn ich nähe, ist es normalerweise so, ich sag eben, die Spannungen sind gleich. Das kann man auch ganz gut selber ausprobieren, indem man mal am Faden zieht und guckt, wie viel Widerstand hat der. Hakt es nicht. Ich nehme oben und unten den gleichen Typfaden. Also zum Beispiel auf einem schwarzen Stoff nehme ich einen schwarzen Faden und oben und unten sollte der eben gleich dick sein. Und in diesem Mechanismus, auf dieser Folie vorher, gibt es hier dazwischen noch einen Stofftransporteur, der mir den Stoff in die Nährichtung entlang schiebt. Also er würde den Stoff so schieben, damit ich dann so einen Stichabstand von so 2 bis 3 Millimetern habe. Und normalerweise stelle ich dann noch eine Stichart ein, was man jetzt hier, weil es am einfachsten zu zeichnen war, ist ein Geradstich. Aber man kann alles Mögliche einstellen. Und was halt die Maschine so unterstützt. Und man dreht so ein bisschen am Stoff entlang, um die Richtung zu ändern. Aber man zieht nicht am Stoff, um dann irgendwie vorzugeben, wie weit der Stichabstand ist, sondern das macht alles diese Führung in der Maschine für einen.
Aber es ist natürlich so eine Sache, wenn man jetzt damit irgendwie einen Motiv aussticken will, dann möchte man ja eigentlich beliebige Stichabstände und die sollen wirklich schön aneinander sein, dass sich eine Fläche auch füllt. Und das ist schwierig, das von Hand zu machen. Also es gibt dann so ein Zwischending, wo man dann sagt, und zwar wenn ich jetzt den Übergang zur Stickmaschine habe, dann sehen wir hier in Grau, das soll jetzt ein Rahmen sein. Und solche Stickrahmen gibt es auch für Nähmaschinen. Dann muss man das aber komplett von Hand führen und das ist relativ schwierig. Das heißt, normalerweise sagt man dann bei einer Stickmaschine, dieser Rahmen wird automatisiert geführt und jedes Mal, wenn der Rahmen eine neue Position hat, wo ein Stich landen soll, geht die Nadel nach unten. Das heißt, es ist komplett automatisierter Prozess, wann jetzt wo welcher Stich landet, und es muss auch sehr, sehr präzise sein. Und da merkt man auch schon so den Qualitätsunterschied sehr schnell von der Stickmaschine. Wie schnell kann die das koordinieren? Also die ganz große, die wir inzwischen haben, macht das mit so um die 1000 Stiche pro Minute oder mehr, dass sie eben hier den Oberfaden um den Unterfaden wickelt und den Rahmen bewegt und das alles koordiniert und das landet an der richtigen Stelle und das sieht gut aus. Was man jetzt auch noch sieht hier, ich habe hier unten einen Faden mit Absicht dünner gezeichnet. Also man nimmt zum Sticken normalerweise ein Untergarn, was sehr, sehr dünn ist. Und ein Obergarn, das ist meiner Meinung nach nicht ganz so reißfest wie ein Nähgarn, sondern das ist eher dazu gedacht, schön auszusehen. Das heißt, das glänzt, ist ein bisschen dicker auch. Also es sieht halt sehr, sehr schön aus und mehr so eine Zierfunktion im Prinzip als eine Haltefunktion. Und deswegen sagt man normalerweise, ich stelle jetzt eben die Unterfadenspannung deutlich größer ein, dann wird der Oberfaden nach unten gezogen. Also wenn man mehr Spannung hat, dann zieht der eine Faden an dem anderen mehr. Und dann hat man hinterher, wenn man den Stoff umdreht, sieht man auf dieser Rückseite eben vor allem diesen schwarzen Faden, aber etwa auch ein Drittel vom Oberfaden. Was man ja bei einem Stoff, wenn man normalerweise näht, möchte man das nicht haben, da soll das ja schön gleichmäßig sein. Und man hat auch eine viel höhere Stichdichte. Also man stellt sowas ein, in der Sticksoftware nennt es sich dann umgekehrt gerechnet, sowas wie 4,5 bis 5,5 Stiche pro Millimeter braucht man, dass eine Fläche schön abgedeckt aussieht. Und das bräuchte man beim Nähen nicht. Also man braucht viel weniger, damit zwei Stoffe aneinander halten. Und diese ganze Koordination des Rahmens steckt im Prinzip in der Stickdatei. Und diese Stickdatei ist ziemlich dumm. Die kennt nämlich nur, bewege den Rahmen und mache jetzt einen Stich. Und bewege den Rahmen und mache den nächsten Stich. Dann kennst du noch Farbwechsel und Faden abschneiden. Und da hört es halt dann auch schon auf. Und ihr habt gesehen, es sind bis auf diese Rahmenbewegung eigentlich die gleichen Bestandteile in der Nähe wie auch in der Stickmaschine. Deswegen gibt es auch Kombinationsmaschinen, aber meistens sind diese Maschinen trotzdem so, dass sie nur eine Sache können. Und dann fehlt ihnen sozusagen entweder der Rahmen, der automatisiert bewegt wird, oder es fehlt ihnen dieser Stofftransport und die Möglichkeit, einen normalen Stich einzustellen. Das ist ziemlich bescheuert, weil es ist ja in der Mechanik nicht sehr unterschiedlich eigentlich. So, die Hardware. Wir haben im Raumzeitlabor angefangen mit dieser kleinen hier, so einer Prodder-Maschine. Ich glaube, die kostet was um die 500 Euro oder so. Ich weiß es nicht genau. Ihr müsst mal im Internet schauen. Die schneidet keine Fäden ab. Das heißt, man muss ab und zu dann beim Sticken mal anhalten und Sprungfäden abschneiden, damit die nicht die hässlich überstickt. Und sie kann auch nur so 10 mal 10 Zentimeter. Hat uns aber gereicht, weil im Raumzeitlabor wollten wir einfach nur Laborkittel. Und auf jeden Laborkittel muss natürlich das Raumzeitlabor-Logo und der Name von dem jeweiligen Mitglied. Und jetzt kann man die natürlich auch nicht alle auf einmal machen, weil es treten Mitglieder ein, neue, und dann muss man wieder diesen ganzen Prozess machen. Und das wäre hinterher so teuer gewesen, dass wir uns einfach auch diese kleine Stickmaschine stattdessen kaufen konnten. Und so war die Entscheidung relativ einfach. Und dann hatten wir die erste Stickmaschine und damit auch die ersten Sticksüchtigen. Und dann dann war so die nächsten Anschaffungen im Prinzip haben sich daraus ergeben. So, und jetzt diese kleine Maschine hat bis auf den Transport eigentlich alle Mechanismen, die sie braucht, um auch zu nähen, kann aber nicht nähen. So,
Und dann gibt es die andere, die hier, die habe ich dabei. Das ist die zweite, die wir uns im Raumzeitlabor zugelegt haben. Der Entropia hat ein ähnliches Modell, ich glaube, von Pfaff. Und diese Modelle haben gemeinsam, dass sie eine Stickeinheit haben. Das ist dieser gesamte linke Teil. Diese Stickeinheit kann man raufmachen oder wegmachen. Und die macht nichts weiter, als eben einen Rahmen einklemmen und einen Rahmen bewegen. Und die schneidet auch Fäden ab. Das heißt, da muss man nicht dann mit der Schere ab und an anhalten und so weiter. Die kann aber auch nur eine Farbe auf einmal. Also wenn eine Farbe fertig ist, dann muss man halt die nächste Spule einlegen und sie stoppt. Also eine Großproduktion möchte man damit nicht machen. Aber für das, was man so hat normalerweise, also wenn man einfach nur sagt, ich möchte halt irgendwie auf meinen Hoodie jetzt irgendein Motiv haben oder meinen Namen haben, dann ist es auch noch immer sehr, sehr einfach. Und sie hat auch einen relativ großen Rahmen, 20x36 cm. Das füllt sehr, 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 sehr gut so eine Rückseite von einem Hoodie auch dann komplett aus. Also zumindest den Bereich, den man sieht. Ja, eine Frage. Kann man da auch zweifarbig dann in zwei Schritten arbeiten? Oder genau. Ist das, dann das richtig auszurichten? Das richtet die von alleine aus. Also im Motiv steht tatsächlich sowas wie Sticke bis zu genau diesem Stich in der Farbe. Und dann weiß, die Farben wechseln, sie stoppt an der Stelle, man legt die neue Spule ein und die ganze Rahmenmechanik merkt sich, wo man war. Also solange, man könnte auch theoretisch irgendwo das Motiv stoppen, man kann in der Maschine auch in den Stichen vor und zurückgehen. Also die Maschine bewegt sich vollkommen stumpf und dumm innerhalb von diesem Stickmotiv, was ihr vorgegeben ist. Und es gibt zum Beispiel auch Fäden, die haben Farbverläufe. Das kennt man ja vielleicht auch vom Stricken oder so. Dann wechseln halt die Farben in dem Faden drin. Aber das kann man natürlich im Motiv selbst dann nicht so genau kontrollieren. Ne? Und wir haben dann aufgerüstet auf eine so eine China-Maschine. Das war so ziemlich nervig, die zu importieren, weil die gab es dann über irgendeinen englischen Händler oder so. Und das hat irgendwie 5-6 Monate gedauert an Kommunikation und so weiter, bis dann nach dem Geld auch tatsächlich die Maschine da war. Und es gibt halt so für locker mal den doppelten Preis auch Maschinen, die man dann aber direkt kaufen kann, ohne so eine Wartezeit, die das Gleiche können. Und von der Bauart auch her sehr, sehr ähnlich sind. Die schneidet dann auch bei Sprüngen Ober- und Unterfaden ab. Das heißt, die Rückseite ist auch noch mal ein Stückchen sauberer. Und die hat diesen riesen Apparat hier an Fäden, die man oben reinstellt. Und die benutzt zwar immer nur eine Nadel, aber man kann ihr einprogrammieren, wie die Farbfolge ist. Und dann ist es auch zum Beispiel nicht nervig. Also wenn ich jetzt mit dieser zweiten Maschine, mit der Husqvarna, ein Motiv habe, was zwischen zwei Farben wechselt, die sich dann nacheinander überdecken, müsste ich jedes Mal wieder einen Farbwechsel machen, auch für nur zwei Farben. Und das ist jetzt in dieser hier sehr, sehr einfach, weil ich sage ja einfach, die Farbe in dem Motiv ist das und die andere das und dann wechselt sie einfach immer automatisch die Farben. Und im Idealfall ist sie dann halt einfach irgendwann fertig. Die Untergarnspule ist genauso klein, das heißt, man muss auch relativ oft Farben wechseln, Faden unten wechseln. Die Farben selbst halt eigentlich nicht. Die reißt auch seltener den Faden ab, also da ist die Mechanik ein bisschen sauberer da drin. Aber also sie macht es nicht komplett von alleine. Und die ist aber schon so die Fabrikvariante. Also es ist ein bisschen blöd, die Einstellungen darin zu machen in dieser Maschine. Aber die hat einen Netzwerkanschluss und dann kann man zum Beispiel das gleiche Motiv 10 Maschinen zeitgleich sticken lassen und so weiter. Also dafür ist es gut. Es ist aber sehr nervig, in dieser Maschine ein einzelnes Motiv einzustellen. Also auch gerade dann die Farbfolge, weil die Farbfolge stellt man über Nummern ein. Das sind halt hier Nummern von 1 bis 15 und also das ist so ein bisschen abstrakter, das ist schon näher am Programmieren. Und zum Beispiel ist es bei dieser Maschine so, die hat, die merkt, wie groß der Rahmen ist, da ist eine Rahmengröße kodiert und die stickt nicht darüber. Und die hier, die stickt ja auch stumpf in den Rahmen, wenn du ihr die Koordinaten gibst. Also es ist einfach ein unterschiedlicher Ansatz. Und weil ich vorhin sagte, es ist eigentlich nur eine Nähmaschine mit einer Mechanik. Es gibt eben tatsächlich auch Leute, die haben schon ihre Nähmaschinen gehackt und einfach gesagt, hey, wir haben irgendwelche Lego-Motoren und haben sich eben tatsächlich hier so eine Stickmaschine gebaut. Die ist natürlich nicht ganz so schnell und nicht ganz so präzise wie jetzt eine
groß gekaufte Maschine, aber man kann da halt irgendwie die Nähmaschine von der Oma nehmen oder irgendwie so eine 200 oder 100 Euro Amazon, die nächstbeste Nähmaschine, und dann baut man diese Mechanik daran und hat eine Stickmaschine. Und im Idealfall hat der Hackerspace ja vielleicht schon irgendwelche Lego-Motoren, Spielzeugsachen. Das heißt, man hat in so einem typischen Hackspace eigentlich alles da, um sich eine Stickmaschine in dieser Größenordnung zu bauen. Also, um es halt mal auszuprobieren, ne? Da muss man sich aber natürlich noch überlegen, wie man jetzt irgendwelche Formate interpretiert und so, aber ja, hat schon mal jemand gemacht. So, das Material. Wir haben am Anfang sehr viele Dinge auch kaputt gestickt. Und das wird, denke ich, jedem so gehen, wenn man das erste Mal versucht zu sticken, dann nehmt bitte nicht euer allerliebstes Stück, sondern wenn ihr euren Lieblingspulli nehmt, dann geht er garantiert kaputt. Das ist die Regel. Also je toller das Stück Stoff ist, was ihr besticken wollt, desto eher geht es euch kaputt, und gerade am Anfang, weil ihr nicht wisst, wie es sich verhält. So, und jetzt haben wir erstmal Garn im Raumzeitlabor. Das sind natürlich nur die nachtleuchtenden Farben, deswegen ist es so ein kleines Sortiment. Wir haben auch natürlich noch viel, viel mehr Farben. Wir haben angefangen mit, ich glaube, Garn von Madeira. Und das hat eine Konenform, die oben so zuläuft und unten zuläuft. Also oben und unten so einen Stopper hat. Und das Problem damit ist, dass ja in dieser großen Stickmaschine alle Konen aufrecht stehen. Und dann stoppt der Stopper den Faden vom sauberen Abwickeln nach oben. Und von Madeira gibt es auch noch mal eine Garnreihe, wo 5 Kilometer statt nur 1 Kilometer drauf sind auf den Farben. Die hat das Problem nicht. Die läuft auch ganz gut in der Maschine. Aber das heißt, man hätte halt auf ein 5 Kilometer Garnsortiment umstellen müssen. Und so viel sticken wir dann auch nicht im Raumzeitlabor. Also, ja. Und das nächste ist halt, dass wir dann irgendwann diesen Hersteller Gunold gefunden haben. Die sind auch auf diversen so, es gibt so Textilmessen und so, und die haben da auch Samples. Und die werfen relativ großzügig mit Samples um sich. Also wenn ihr irgendwie in eurem Hackerspace mal irgendwas testen wollt, dann geben die euch durchaus Samples in der Größenordnung von, ihr könnt damit mal 2, 3 Motive sticken und das durchaus in Ruhe ausprobieren, was sie an Material haben. Und das kostet irgendwie nur ein Drittel von Madeira. Das Problem ist nur, wenn ihr schon mal bei irgendeinem Hersteller seid, dann könnt ihr quasi unmöglich wechseln. Weil natürlich, dann habt ihr irgendwie einen bestimmten Blauton und der geht euch dann mittendrin im Sticken aus. Und wenn ihr das dann einmal habt, dann möchtet ihr ja eigentlich das Gleiche wieder nachkaufen können. Das heißt, der Übergang von einem zum anderen Sortiment ist sehr nervig, beziehungsweise erledigt sich am besten durch, ihr verkauft das komplette alte Sortiment auf eBay. Weil im Zweifelsfall noch nicht mal die Weißtöne gleich aussehen, ja. Es ist wirklich ärgerlich. Ja, und somit sind wir dann tatsächlich, wir haben unser altes Madeira-Sortiment verkauft und jetzt inzwischen das von Gunold zum Großteil, und wir haben so ein paar 5 Kilometer-Konen, glaube ich, auch von Madeira. Und es gibt noch irgendeinen anderen Hersteller, das, was der Stratum 0 hat, und mir ist der Name entfallen. Weiß das jemand, was die haben? Es war irgendein Bildor, irgendwie so. Das ist, glaube ich, noch mal günstiger, glänzt aber ein bisschen weniger, glaube ich. Also ist auch nicht schlecht, aber da müsst ihr einfach gucken. Und ihr müsst vor allem gucken, was in eurer Maschine läuft. Also wenn ihr in solchen Stickforen euch umhört, dann sind die Leute alle wahnsinnig und jeder behauptet irgendwie, das tut bei mir nicht und so. Und das hängt tatsächlich auch von der Maschine ab. Das nächste Problem ist, die Maschine frisst euch dünnen Stoff. Und zwar diese Mechanik, die jetzt mit also bis zu 1000 Stiche pro Minute mit der Nadel da reinhämmert, sorgt schnell dafür, dass es euch diesen kompletten Stoff nach unten reinzieht. Und dann frisst er sich in diese Maschine rein und dann habt ihr ein großes Stoffknäuel in der Maschine, was ihr nur noch rauskriegt, indem ihr ein Loch in euer Textil macht, oder es ist sogar schon drin. Und das nächste Problem ist auch, dass ihr, wenn ihr so ein Frottee-Handtuch bestickt, dann kriegt ihr so eine Stoppeln rein. Also die Richtung ändert sich ja permanent beim Sticken und dann gucken hinterher lauter Stoppeln durch und es sieht auch hässlich aus. Und die Lösung dafür ist ordentliches Stickvlies. Das gibt es erstmal in abschneidbar. Das ist dann außer beim Wasserlöslichen so gedacht, dass es immer auch an der Stelle bleibt. Das heißt, es wird den Stoff dauerhaft stabilisieren. Dann hat man aber so einen Klumpen da hängen an Stickvlies, den man vielleicht nicht haben möchte. Oder man arbeitet mit Stickvlies, das abreißbar ist. Das kann man sehr einfach ums Motiv herum abreißen und auch aus
nicht bestickten Flächen gut rausreißen. Und das gibt es zum Beispiel in aufbügelbar. Und das ist natürlich für die, die eh schon eine T-Shirt-Presse haben, einfach. Oder man nimmt ein Bügeleisen oder so. Und es gibt Wasserlösliches. Und das Wasserlösliche ist für Handtücher. Das könnt ihr auf die Oberseite machen. Dann gucken die Stoppeln nicht durch. Ihr könnt die Stoppeln kontrolliert feststicken mit irgendeinem Füllstich. Und das löst sich halt später beim Waschen auf. Aber dann sind die Stoppeln ja schon fest und können nicht mehr beim Sticken durchkommen. Das ist so der Trick. Und ich habe auch zwei Sorten Stickvlies dabei. Ich glaube, ein aufbügelbares und ein wasserlösliches. Und weil ich keine Bügelpresse mitnehmen wollte, habe ich mir noch Sprühkleber mitgenommen, der sich auch nach einer Zeit dann wieder löst. Ja, und für alle, die noch einen Laser haben, weil in so einem typischen Hackspace hat man natürlich alle diese Sachen auch, man kann sich dann auch bestimmte Sachen quasi auslasern, zum Beispiel hier einen Hasen, einen Easter Egg Hasen kann man sich auslasern und dann den Stoff feststicken. Und für die Leute, die irgendwie sagen, oh, aber das ist total nervig, weil dann muss ich ja das erst lasern, dann mit Sprühkleber aufkleben, dann feststicken und so weiter. Es ist nervig, aber es gibt auch Maschinen, die können das alles auf einmal. Da spannt ihr eine Lage Stoff ein und dann lasern die euch den Stoff aus und sticken ihn dann fest. Also es gibt kombinierte Laser-Stickmaschinen. Da kostet aber, glaube ich, schon allein der Laserkopfaufsatz, keine Ahnung, was war es, 7.000 und ich glaube ich auch nicht Euro, sondern Schweizer Franken oder so. Also es war abartig teuer. Also das kauft man sich nicht mehr als Hackspace, aber wenn man natürlich eine Großproduktion hat an solchen Sachen, ist es sehr, sehr schön. Ja, also das gibt es alles so an Material, was man haben könnte oder möchte. Dieser Sprühkleber ist halt auch allgemein interessant für Stellen, die sich zum Beispiel auch schlecht bügeln lassen oder so. Ja. Und Motive, ja, das ist nämlich so das große Ding. Wir haben inzwischen ein Git, ein Raubzeitlabor internes Git, aber mit gegen SSH-Key geben wir euch da auch dann den Zugang. Weil so ein Motiv erstellen ist ein bisschen trickreich. Also wir machen natürlich nur Ponys und jetzt könnt ihr erkennen, bei diesem Pony, da gibt es so einen Satinstich, zum Beispiel hier, das ist so ein Satinstich, im Prinzip ein sehr enger Zickzackstich und der hat eine variable Flächenrichtung. Also hier seht ihr, es ändert sich die Richtung innerhalb von diesem Stich. Oder es gibt die Möglichkeit, dass man eine Fläche füllt. Das heißt, die wird dann so gefüllt quasi. Und das ist jetzt eine konstante Richtung, die man aber auch sagen muss, welche Richtung das ist. Oder man kann auch einen Füllstich im Prinzip in einer variablen Richtung anlegen. Und dann kriegt man so eine Struktur rein. Und diese Strukturen zu erzeugen, ist sehr, sehr nervig und es ist auch nochmal maschinenabhängig, weil je nachdem, was ihr, oder materialabhängig, also je nachdem, welches Material ihr habt, möchtet ihr eine andere Stichdichte. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt auf ein dünnes T-Shirt zu viel stickt, dann wälzt es sich. Wenn ihr aber auf dem Handtuch zu wenig stickt, dann sieht man hinterher wieder die Stoppeln irgendwo durch und so. Das heißt, man kann auch nicht unbedingt ein Motiv dann für alle Stoffe hinterher benutzen. Es ist wirklich so ein bisschen nervig, diese Motive zu erstellen und auf diverse Sachen zu optimieren. Ja, und jetzt kommt eigentlich der ärgerlichste Teil, das ist die Software. Wir haben da so eine, naja, ich würde sagen, ein Drittel Open-Source-Lösung. Und zwar, erstmal starten wir mit einer Vektordatei oder mit einem Bild. Und dieses Bild muss also in eine Vektorgrafik gewandelt werden, zum Beispiel mit Inkscape. Und jetzt der Schritt zwei ist der, der ist ein bisschen wie auch, wenn man ein Motiv plotten möchte, dass man darauf achten muss, was sind jetzt bestimmte Linien, was sind Pfade, wie überlappen die sich, wie überdeckt sich was. Das heißt, man hat schon mal die ganze Vorarbeit, die man auch beim Plotten hätte. Und weil das nicht reicht, also wir benutzen dieses P-Design Next meistens und das kann sogar Vektorgrafiken importieren, aber nur, wenn das Ganze ein WMF, also ein, ich glaube, Windows Meta-File ist. Wenn ihr irgendwie, ihr müsst die richtige Python-Version haben, damit dann irgendein Uni-Konverter und dann, also es funktioniert dann und dann habt ihr ein WMF. Den Teil mache ich immer unter Linux, weil da funktioniert es mit meinem Python.
Und den anderen Teil mache ich unter Windows. Und also jedenfalls, das ist dieser Teil. Und dann im PE-Design, da kann man dann diese Attribute setzen. Also wie fühle ich eine Fläche, wie ist die Abfolge, wo springe ich und so weiter. Und das Schöne ist auch, dass man das hinterher skalieren kann. Also wenn ich ein Motiv kleiner skaliere, dann füllt er es mit der gleichen Stichart, aber ohne, dass die Stiche dichter aneinander rücken und ich nur noch einen Knäuel hätte am Ende. Das Ganze exportieren wir dann nach DST. Das ist das Format, was unsere China-Maschine spricht. Es gibt gefühlte 1000 Varianten von Stickformaten, aber eigentlich steht in denen auch immer nur drin Sprünge, Stiche, Farbwechsel. Aber natürlich hat jeder Hersteller seine eigene Idee, wie ein Sprung zu kodiert zu sein hat, ne? Wäre zu einfach. Und jetzt ist es so, dass der Alexander von uns im Raumzeitlabor auch noch mal ein, zwei Skripte geschrieben hat inzwischen. Und die friemeln noch mal in diesem DST herum. Weil wir haben herausgefunden, dass in unserer China-Maschine an bestimmten Stellen der Faden reißt im Motiv. Selbst wenn wir sie relativ langsam setzen von der Geschwindigkeit her, zum Beispiel wenn Stiche sehr nah aneinander sind, dann reibt es den Faden auf, weil er dann mehrfach an derselben Stelle um die Spule muss. Und da hat er eben Optimierungen in so ein paar C-Skripten, was auch immer, die das dann optimieren. Und weil seine Optimierungsskripte auch nicht immer gut laufen, hat er inzwischen auch noch eine Visualisierung dessen, wie dicht Stiche aufeinander sind und sowas. Und wenn man das alles gemacht hat, also man kann auch diesen Nachoptimierung natürlich auslassen und dann kann man das mal probesticken und sich mal angucken. Und wenn man Pech hat, dann stellt man halt fest, ja, aber die Stelle hier gefällt mir nicht und dann muss man irgendwo hier wieder anfangen, je nachdem in der Vektorgrafik oder doch einen Schritt später. Und es ist unglaublich nervig. aber dieses Setup funktioniert für uns. Und also ich meine, ein Wunschtraum wäre jetzt natürlich, dass man diese ganzen Attribute irgendwie in Inkscape setzen könnte auf Vektorgrafiken und so weiter und dann die Sticharten hätte. Soweit sind wir noch nicht. Ich meine, vielleicht hat jemand mal Lust, das zu machen. Das Format an sich ist relativ dumm. Aber man muss dann halt auch zum Beispiel sagen, ja, Folge einer Fläche in ihre Richtung. Und wie ist jetzt die Richtung einer Fläche? Und also es ist beliebig kompliziert und braucht eine Menge Algorithmen. Und auch dieses PE-Design Next kriegt es nicht immer sauber hin. Und dann muss es ist ein Dilemma. So. Und das ist zwar eigentlich, also PE Design Next ist noch mehr so die Hausfrauensoftware und auch die kostet schon irgendwas, keine Ahnung, 1000 Euro oder so, mehr, weniger, 1300, ich hab's nicht genau im Kopf. Es gibt auch verschiedene Varianten davon. Und das ist noch keine professionelle Software, ne? Also eine richtig professionelle Software. Ah, wir waren auf dieser Textilmesse und sie wollten uns keine Preise verraten, ne? Kontaktformular. Genau, Kontaktformular. Und die Sticksoftware hat aber meistens auch schon so fertige Sachen. Also zum Beispiel Text, da hat die einfach optimierte Schriften drin und die funktionieren sehr gut mit der Stickmaschine. Da hat sich einfach mal jemand Gedanken gemacht, wie sieht eine Schriftart aus, die gut zu sticken ist. Da ist dann halt kein Comic Sans MS dabei, ne? Aber ja, ihr müsst euch dann halt für die eigene Schrift entscheiden und dann ist manchmal fehlen in den Schriften dann irgendwelche Buchstaben und so, aber im Großen und Ganzen geht es. Also das ist inzwischen unser Prozess. Deswegen habe ich das auch hier mal so dokumentiert, weil es halt alles andere als intuitiv ist. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Leute bei uns eigentlich nur sich fertige Dateien meistens hernehmen oder bei der Dateierstellung helfen lassen und das mit der Mechanik beim Sticken oder das Rahmen einspannen können, bei uns deutlich mehr im Hackspace als dieses Motiv erstellen. So, und damit sind wir mit der Zeit auch schon fast rum. Habt ihr noch Fragen, die ihr nicht gestellt habt zwischendurch? Ja. Ich glaube sowas um die 5000 Euro und dann nochmal ein paar Extras. Also die Extras zum Beispiel hat die einen Kappenrahmen, du spannst eine Kappe ein, die ist rund und dann dreht die Kappe rum, während es nach rechts und links bewegt. Also je nachdem, wie viele Extras du dazu kaufst. Und ich glaube, der reguläre Preis fängt dann an bei 10.000 Euro, wenn du eine direkt in Deutschland kaufst.
Natürlich dann auch mit anderen Garantie-Bla-Sachen. Ja, gerade wenn man es von irgendwo ein cooles Design hat, könnte man auch, dass man das dann. Also, die Idee ist eigentlich eher, dass man zu uns in den Hackerspace kommt und es selber macht. Ja, wir machen das manchmal, aber wir machen das jetzt nicht mit Postversand oder so, sondern es ist mehr so ein, ich bin halt jetzt hier und würde es vielleicht tun, wenn es die Zeit hergibt, aber Auftragsarbeit machen wir nicht. Also, ja, sonst würden wir nichts anderes mehr machen. Ne? Also, ja. Ich kann dir auch gerne die Software zeigen und du kannst es selber probieren. Da halte ich dich nicht von ab. Die Maschine steht hier. Also das ist jetzt vielleicht noch mal, auch wenn ich es am Anfang gesagt habe, die Maschine, also die zweite von der Liste, die ich da hatte, die steht jetzt oben im Hackcenter. Und da können wir auch gleich gerne noch mal irgendwie raufgehen. Und ich zeige euch das oder so im Laufe des Easter Hacks, könnt ihr euch die anschauen. Die ist auch nicht komplett unkaputtbar, aber relativ unkaputtbar. Also die merkt sehr viele Dinge von selbst und bringt irgendwelche Meldungen und wirft einen zu mit komischen Texten, die man nicht versteht. Ja. Ja, also dieser Prozess, also es gibt Services, die erstellen dir online für so 20, 30 Euro ein Motiv. Wenn du in eine Stickerei gehst, dann kostet meistens das Erstellen einer, ich glaube, in einer Stichkarte sowas um die 150 Euro initial und du kriegst natürlich das Motiv noch nicht dafür. Ich sitze da häufig eine halbe Stunde dran, wenn ich viel nachoptimiere, gehen da aber schnell ein, zwei Stunden rein und das hängt auch davon ab, wie gut die Vektorgrafik ist. Also, wenn ich eine gute Vektorgrafik habe, dann nehme ich dir einfach, setze ein paar Attribute und das passt. Dann ist es sogar eine Sache von, sag ich mal, einer Viertelstunde. Aber das ist in den wenigsten Fällen so einfach, ne? Was war dein Pain in the Ass in deiner Stieglaufbahn? Also das Neueste, was ich mache, das ist jetzt das, was ich hier auch trage, sind so Endlosmotive. Und da fange ich dann halt immer an, irgendwo weiter zu sticken und den Rahmen neu reinzumachen. Und ja, also das ist so dieses Ding. Und dann natürlich immer die ganzen Momente, wenn du dann irgendwie den Textil kaputt gemacht hast oder so, ne, mit dem Fadentrenner da sitzt und ne. Kannst du den Pulli einmal von innen zeigen? Wie das von innen? Ja, da ist natürlich ein bisschen Chaos, ne? Ja. Aber also unsere Maschine schneidet ja, wie gesagt, dann hier eh ab. Also man hat keine Sprungfäden und so, sondern nur diese Knötchen. Ich hätte es auch noch mehr optimieren können. Dann hätte ich weniger von diesen Fusseln. Dann wäre ich aber noch mal zwei, drei Stunden an diesem Motiv gesessen. Und dann, ja, habe ich halt Fusseln. Ja. Okay. Ja, dann keine Fragen mehr? Gut. Ich bin, wie gesagt, die meiste Zeit noch oben. Ihr könnt mir auch da noch Fragen stellen. Oder vielleicht habt ihr ja eine Stickmaschine im Hackspace und wisst einfach nicht, wie ihr damit umgeht. Und genau, ihr könnt mich einfach dann auch löchern. Vielen Dank fürs Zuhören.